Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing New Leaf. Keine Ahnung, was mein Charakter da gerade gemacht hat. Ist er müde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich euch was Kleines zu beichten. Ich weiß nicht ganz, wie ich das euch erklären soll. Also die letzten paar Folgen waren so ein bisschen im Voraus produziert, weil ich nicht so super viel Zeit hatte dieses Wochenende. Und ich wusste, dass ich quasi keine Zeit habe, dann zu spielen. Erst heute wieder. Dementsprechend ist natürlich die Zeit von meinem Nintendo DS weitergelaufen. Ich habe das Spiel gestartet und erst dann ist mir aufgefallen, dass es schon viel später als der 30.06. war und ich vergessen habe, zurückzuspulen, also auf das aktuelle Datum sozusagen. Ich habe das Spiel ausgemacht, ohne zu speichern, aber irgendwie hatte es doch eine Auswirkung, denn wenn wir jetzt ans schwarze Brett schauen, oh, ich habe voll vergessen, die Brücke ist da ja gar nicht mehr, die ist ja jetzt hier. Oh, hier habe ich einen Ballon abgeschossen und das Geschenk nicht eingesammelt. Ja, wenn wir jetzt an das schwarze Brett schauen, dann könnt ihr hier sehen, dass am 3.7., also quasi in der Zukunft, eine Nachricht hängt. In New Leaf hat ein neuer Club mit Live-Musik eröffnet. Der Club Karlauer schaut herein und habt Spaß mit authentischer Live-Musik. Genau, ihr seht ja, dass es hier der 3.7. war und wir heute den 30.06. haben. Ja, wie gesagt, das ist dadurch passiert, dass die letzten Folgen vorproduziert waren und es tut mir auf jeden Fall leid, dieses Missgeschick. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Aber ja, wie ihr sehen könnt, ist dieser Club jetzt eröffnet. Und auch zum Thema Blumen habt ihr mir Kommentare geschrieben. Generell, was ich noch zu Kommentaren sagen möchte, ich möchte in Zukunft eigentlich noch viel mehr auf Kommentare eingehen. Es ist immer ein bisschen schwer, wenn ich es halt so im Voraus jetzt produziert habe, die letzten Videos. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich immer erst teilweise ja ein bisschen später auf eure Kommentare eingehe. Manchmal spiele ich das, also die Folge direkt an dem Tag. Manchmal spiele ich tatsächlich im Voraus. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. In dem Geschenk ist übrigens eine Ballonuhr drin. Ja, nur falls ihr euch wundert, warum ich manchmal auf Kommentare eingehe und manchmal nicht, dann wisst ihr das jetzt. Und ich würde sagen, hier wachsen einige Blumen wild. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach in den Club Karlauer. Wir nehmen mal hier diese Äpfel damit. Die können wir einfach mal mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir besuchen jetzt Samselt mal in der Einkaufsladenmeile. Damit wir ihn auch mal kennenlernen oder beziehungsweise... Nein, der Club ist geschlossen. Hä, wieso ist der Club geschlossen? Ist er sonntags geschlossen? Oder ist es einfach, weil wir erst 10.41 Uhr haben und er macht irgendwie erst später auf? Okay, dann besuchen wir Samselt jetzt doch nicht. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Und wie ihr hier sehen könnt, ist hier eine Baustelle. Ja, diese Baustelle wird wahrscheinlich dann morgen weg sein. Dann können wir morgen das erste Mal zu Shampoodle in den Friseursalon, obwohl ich meine Frisur jetzt eigentlich ganz süß finde. Aber wir können ja morgen vielleicht dann doch nochmal eine Frisur ändern oder vielleicht auch nicht. Wir schauen einfach, wie, ja, also was sich so ergibt. Und ich habe kein Geld dabei, deswegen gehen wir jetzt erstmal aufs Postamt und holen uns ein bisschen Geld vom Konto. So, 1,5 Millionen Sternis haben wir. Das ist schon eine Menge. Und jetzt schauen wir einfach mal rein bei Schlepp und Nepp, was die heute so im Angebot haben. Oh, hier ist ja Keks. Wie süß, mein süßer Keks. Oh, die haben hier eine Kiste. Eine Holzkiste. 200 Sternis ist nicht viel. Wie gesagt, müssen wir, ich glaube, 25.000 Sternis ausgeben, um die nächste Ladenerweiterungsstufe zu erhalten. Die Kraftstation nehmen wir auch mal mit. Ja, da bin ich auch schon gespannt, wann wir die nächste Ladenerweiterungsstufe erhalten. Und als nächstes gehen wir mal zu Gerd rein. Der hat heute eine Axt. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Weil die Axt natürlich auch in New Leaf das einzige Werkzeug ist, das kaputt geht.
bei Animal Crossing New Horizons gehen ja alle Werkzeuge kaputt. Finde ich übrigens eine super nervige Neuerung in diesem Spiel. Und bei New Leaf geht nur die Axt kaputt. So, dann gucken wir erstmal zu Schubert rein, bevor wir in die Schneiderei gucken als letztes. So, was gibt's denn hier? Die sind eigentlich ganz süß, die braunen Strumpfhose. Oder Strümpfe? Braunstrümpfe? Braunstrumpfhose? Keine Ahnung. Und ja, die können wir vielleicht noch mitnehmen. Wildlederslipper. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder für hier. Heute ist ja Sonntag. Das bedeutet, dass wir auch Rüben kaufen können. Die suchen wir dann später, die Secret. Heute mache ich es mal andersrum. Und gehe mal zuerst zu Samthea. Dieser Blattschirm, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist voll süß. Und diese Brille ist auch richtig cool. So. Und dann gibt's hier die Königskrone. Das ist eine Königskrone. Dieser Artikel ist für beide Geschlechter geeignet. Wenn du nichts gegen ein Königsoutfit hast, ist das sehr zu empfehlen. Es kostet schlappe 1,2 Millionen Sternis. Ja. Das ist ein bisschen teuer. Es gibt da noch die Königinnenkrone. Die ist voll süß und klein. Die sieht so ein bisschen aus wie die Prinzessin Peach Krone, finde ich. Falls ihr die kennt. Ja, eigentlich müssen wir jetzt in der Schneiderei, fällt mir gerade auf, nichts mehr kaufen, was uns nicht gefällt. Deswegen nehme ich nur dieses Kirschblüten-Shirt mit. Was? Meine Taschen sind schon wieder voll. Das kann ja gar nicht sein. Ach, okay, zum Glück kann ich hier meine Äpfel stapeln. Ja, meine Schwester hat mir schon ein paar Mal gesagt, dass sie es super nervig findet, dass meine Tasche immer ständig voll ist. Leute, wir haben hier ein winziges Inventar in Animal Crossing New Leaf. Ich meine, wir können gerade mal 12 Items mitnehmen, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe. Aber das finde ich super wenig. Nein, stimmt gar nicht, es sind 16. Ich habe mich verzählt. Aber auch 16 Items sind super wenig Platz, finde ich. Deswegen, ja, sind meine Taschen leider öfters einmal voll. Mal schauen, ob Sina uns was Neues erzählt heute. Immer wieder schön, dich hier zu sehen, Milou. Danke, dass du so oft vorbeischaust. Okay, ich glaube, sie erzählt jetzt nichts Neues mehr, kann es sein? Also, weil wir haben ja jetzt wirklich jeden Tag mit ihr gesprochen. Ich dachte, dass wir, wenn wir die Nähmaschine freischalten, trotzdem noch mit ihr sprechen können und sie uns noch Sachen erzählt. Aber ich glaube eher nicht. Apropos Nähmaschine, ich wollte ja mehr auf eure Kommentare eingehen und da möchte ich jetzt einen Kommentar kurz vorlesen. Und zwar ist dieser Kommentar von Ray. Grüße an dich an der Stelle und danke, dass du meine Let's Plays schaust. Und zwar war der Kommentar, bei der Nähmaschine kann ich dir weiterhelfen. Man kann die nach wie vor noch benutzen, weil damit QR-Codes über die Kamera vom 3DS gearbeitet wird. Also, das ist kein Problem. Hab das in meiner Stadt auch nochmal ausprobiert, bevor ich etwas Falsches schreibe. Und ja, dementsprechend können wir tatsächlich hier noch QR-Codes scannen. Das finde ich super cool. Das müssen wir mal irgendwann mal in den nächsten Folgen machen. Ich muss mir dafür erstmal einen coolen Weg oder sowas raussuchen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber wir werden auf jeden Fall diese Nähmaschine noch nutzen im Laufe dieses Let's Plays. Ich meine, wir haben ja eigentlich auch noch Zeit. Es stresst ja nicht sozusagen. Also uns stresst ja niemand. Und zum Thema Designs habe ich noch eine andere Sache. Und zwar habe ich, wie ihr hier sehen könnt, mal ein bisschen gepixelt. Ich bin jetzt nicht die begabteste Pixlerin. Ich pixel auch ganz gerne in Animal Crossing New Horizons. In Animal Crossing New Leaf habe ich davor noch nie wirklich gepixelt. Außer Kleidung auf meinem anderen Account oder beziehungsweise in meinem anderen Spielstand. Und zwar habe ich diesen Brown Coat hier gepixelt. Den finde ich ultra schön. Aber eigentlich bin ich wirklich eher so für Kleidung zu begeistern. Und so Wege oder Flaggen kann ich echt nicht so gut pixeln. Aber wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier mal so eine New Leaf Flagge gepixelt. Also einfach halt das Logo von New Leaf, passend zu unserem Stadtname. Und ja, ich habe einmal die Standardfarbe, also das grüne Blatt auf weißen Hintergrund gemacht. Dann habe ich das kopiert und habe einfach nur die Farben geändert in der Palette und habe das sozusagen einmal braun
auf beige gemacht und dann habe ich nochmal braun auf beige mit dem Schriftzug New Leaf. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Und zwar würde ich gerne eine dieser drei Variationen als Stadtflagge nehmen. Oder vielleicht habt ihr auch noch einen anderen Farbvorschlag oder sowas. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr findet Pink schöner und ich soll die Stadtflagge in Pink machen, dann kann ich natürlich auch hier einfach ganz, ganz einfach die Farben ändern. Und zwar muss ich mir hier erstmal so zwei Slots aussuchen, zum Beispiel den hier. Und dann suchen wir uns einen hellrosa Hintergrund. Also der hat so einen ganz leichten hellrosa, vielleicht auch den hier. Und dann zum Beispiel das nehmen wir diese Farbe und dann können wir das ganz einfach einfärben. Einmal so und einmal so. Und schon haben wir die Stadtflagge zum Beispiel in Pink. Finde ich irgendwie auch eine ganz süße Variation. Können wir eigentlich mal speichern. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was soll ich als Stadtflagge nehmen? Also welche Farbe und sollen wir es mit Schriftzug oder ohne Schriftzug machen? Also hier unten haben wir dieses New Leaf. Oder sollen wir einfach nur das Blatt ohne Schriftzug als Stadtflagge machen? Ich bin mir da einfach noch nicht so sicher. Oder soll ich da irgendwie noch, keine Ahnung, am Rand vielleicht einfach so ein paar Details mit einarbeiten? So, keine Ahnung. Vielleicht so irgendwas. Das ist nicht so. Ja, okay, jetzt ist es nicht gleichmäßig, oder? Doch, es ist gleichmäßig. Vielleicht einfach irgendwas mit einarbeiten, dass es irgendwie nicht so leer aussieht am Rand. Ich weiß es irgendwie nicht. Also, wenn ihr irgendwie so einen Tipp habt, was gut aussehen könnte als Stadtflagge, dann schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und wir haben ja noch diese Rosenflagge da von ganz am Anfang als Stadtflagge und die würde ich halt gerne mal ändern. Man könnte es eben nämlich zum Beispiel noch so machen, mit so Ecken. Dann hätte die Stadtflagge so Ecken. Das sieht eigentlich auch ganz süß aus. Aber wie gesagt, ich bin mir da super unsicher, was ich da als Stadtflagge machen soll. Nur will ich auf jeden Fall diese Rosenflagge irgendwie loswerden und ein bisschen was Persönlicheres als Stadtflagge nutzen. Genau, jetzt habe ich super lange geredet über das Thema Stadtflagge. Aber ja, wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich über eure Meinung in den Kommentaren lesen kann. So, heute ist ja Sonntag und da will ich gleich auf den nächsten Kommentar von euch eingehen. Und zwar war das ein Kommentar von Jenny. Sie hat geschrieben, Glückwunsch zu den mit Gewinn verkauften Rüben, ich habe da immer Pech. Du brauchst aber noch unbedingt verfaulte Rüben für Ameisen und Fliegen. Genau, wir hatten ja letzte Woche Sonntag das erste Mal Rüben gekauft. Was ist denn das hier für ein Tier? Hier sitzt irgendwas. Oh, das ist ein Marienkäfer, den habe ich glaube ich noch nicht. Einen Moment. Hier müsste der sein, der Kescher. Oh. Nein! Oh nein, ich habe den Marienkäfer verscheucht. Okay, rennen wir mal in die Fundgrube und verkaufen mal ganz kurz unser Zeug. Genau, und was ich sagen wollte ist, letzte Woche hatten wir Rüben gekauft. Und die hatte ich dann ja im Laufe der Woche verkauft, weil die Rübenpreise so gut waren. Und das war ja eigentlich gar nicht unsere Intention, sondern eigentlich wollte ich die Rüben ja vergammeln lassen, damit ich eben Ameisen fangen kann. Und ja, ich wusste auch nicht, dass man die Fliege zum Beispiel nur durch verfaulte Rüben bekommen kann. Wir gehen mal ganz kurz zu unserem Schließfach. Und ich lege mein überflüssiges Zeug für meine Schwester in meinen Spind rein, damit meine Schwester keine Krise kriegt, weil ich mal wieder keinen Platz in den Taschen habe. Oh wow, ich habe schon eine ganze Reihe voller Klamotten. Ich muss unbedingt mal meine Klamotten wieder aussortieren und verkaufen, die ich doppelt habe. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Platz in den Taschen und können weiterspielen. Ich glaube, ich fange jetzt schon zum dritten Mal das Thema an. Wir suchen jetzt auf jeden Fall mal die Rübenfrau. Die müsste ja hier irgendwo sein. Ich meine, wir haben Sonntagmorgen. Also müsste sie irgendwo rumlaufen. Habe ich eigentlich den Zitronenfalter schon?
Ja, den haben wir schon. Genau, und zum Thema Blumen, weil ich hier gerade im Blumenfeld stehe, gab es auch noch einen sehr, sehr langen, ausführlichen Kommentar, dass nicht alle Blumen von mir richtig angepflanzt sind. Hier liegt schon wieder ein Geschenk rum. Das war, glaube ich, auch ein Ballon. Ja, das war der Ballonboden. Auf jeden Fall... Ja... Müssen wir das mit den Blumen auch mal irgendwann mal machen, sobald wir mal in einer Folge weniger oder nichts zu tun haben. Und hier liegt Geld rum. Super. Ich lasse immer alles rumliegen, weil ich keinen Platz gefühlt habe. Den Faunfalter haben wir, glaube ich, auch schon im Museum. Ja, wo ist denn die Rübenfrau? Wo ist die heute? Genau, ich wusste nicht, dass man zum Beispiel die Fliege nur über verfaulte Rüben fangen kann, weil Ameisen kann man anscheinend auch über Bonbons bekommen. Die Bonbons bekommt man, glaube ich, an Halloween. Oh, hier liegt auch Zeug rum. Was ist denn hier los? Ich habe einmal ein bisschen offscreen gespielt und habe einfach alles rumliegen lassen. Sprechen wir mal mit Leonardo. Hallo, Grummel. Du siehst heute Morgen so aus, wie ich mich fühle. Uah, Groll, was ist? Na, wie läuft's? Hm. Ist dir eigentlich klar, dass du da etwas herumträgst, das ich auch gerne hätte? Ich hätte nämlich auch gern meinen eigenen Agrias-Falter und gebe dir 3600 Sternis dafür. Oha. Ich glaube, das ist deutlich mehr, als wir in der Fundgrube bekommen, kann das sein? Also, ich habe keine Ahnung, aber es fühlt sich gerade nach ziemlich viel Geld an. Ah, ein Traum geht in Erfüllung. Vielen Dank. Wo ist... Ah, hier, hier. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Rübenfrau? Hier ist sie. Dann kaufen wir heute Rüben. Mal schauen, was... Oh, eine Rübe kostet heute 96 Sternis. Das ist gar nicht mal so teuer. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal 100 Rüben mit. Ich weiß, das ist ziemlich viel. Wobei, 9600 Sterne ist auch nicht so viel. Es sind irgendwie keine 10.000 Rüben. Ja, ich finde es okay. Und von den Rüben können wir jetzt einfach eine, würde ich sagen, in unserer Wohnung ablegen. Oder sollen wir sie draußen irgendwo ablegen? Ich weiß es nicht. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz an unseren Schrank und räumen nochmal unser Zeug auf, was ich jetzt gerade so eingesammelt habe. So, damit ich wieder ein bisschen mehr Platz in den Taschen habe. Und ich würde sagen, eine der Rüben, die anderen 9 habe ich gerade in meinen Schrank gepackt, eine packen wir einfach mal auf das Rathaus, Festplatz, Dings, keine Ahnung, wie es heißt. Legen wir hier einfach mal so eine Rübe ab. Und wir werden sie hier einfach liegen lassen. Also wir werden dann schauen, ob ein... Also wenn sie dann in einer Woche verfault ist, schauen wir dann, ob hier ein Insekt spawnt irgendwann. Also eine Fliege. Oh, der Typ hat schon wieder Flöhe, ey. Warum haben denn meine Bewohner ständig Flöhe? Das verstehe ich auch irgendwie gar nicht. Ist es normal, dass die Bewohner so oft Flöhe haben? Uff, endlich erlöst mich jemand von diesem Floh. Danke, Milo. Und jetzt bitte eine Runde kratzen. Vor allem am Rücken, da kommt man alleine nicht mehr dran. Dieses Vieh ist mir echt überall hingekrabbelt. Ja, keine Ahnung, ob es normal ist, dass die Bewohner so oft Flöhe haben. Hier liegt noch ein Geschenk rum. Und ich wollte noch irgendwas zu euren Kommentaren sagen. Ich habe es aber wieder komplett vergessen. Es tut mir leid, heute ist eine Chaos-Folge. Ich habe nämlich gestern einen echt langen, anstrengenden Tag gehabt. So arbeitsmäßig und deswegen bin ich heute echt fertig. Also verzeiht mir, falls ich heute ein bisschen durch den Wind bin. Reden wir nochmal mit Marina. Mit der haben wir auch schon echt lange nicht mehr gesprochen. Ich grüße dich, Milu. Wie ist das Wertebefinden? Kups. Womit kann ich dir behilflich sein? Lass uns mal wieder quatschen. Willst du mal eben mit zu mir kommen? Du musst dir ansehen, wie ich alles neu angeordnet habe. Waren wir schon mal bei Marina? Ich weiß es gar nicht mehr. Wunderbar. Dann geh los. Du voraus, Milu. Wenn ich jetzt zu ihr gehe und wir gleich das Haus sehen, dann werde ich wissen, ob ich schon mal drin war oder nicht. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Huch.
ist ein Unkraut gewachsen. Ich glaube schon, dass wir schon mal bei ihr waren, aber irgendwie kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Moment, hä? Nee, in diese Richtung wohnt sie, glaube ich. Ich glaube, hier wohnt sie, oder? Da sind wir schon. Wenn du kurz warten würdest, während ich die Tür aufsperre. Ah ja, doch, wir waren schon mal bei ihr. So, dann komm herein und fühl dich wie zu Hause, Milu. Und jetzt können wir, glaube ich, ihr was abkaufen, wenn wir sie nur oft genug nerven. Nur zu, sieh dich ruhig um. Bitte entschuldige die schreckliche Unordnung. Ich weiß selbst nicht, wo dieser ganze Staub herkommt. Hä? Warum lädst du uns zu dir ein, wenn du anscheinend Unordnung hast? Oh, hier ist diese Sattelablage. Ich weiß nicht, ob ich ihr die per Brief geschickt habe, ob sie die in der Fundgrube hier gekauft hat oder wie sie an diese Sattelablage rangekommen ist, aber die habe ich ihr auf jeden Fall geschenkt. Dieser Plattenspieler ist auch richtig nice. Bei ihr läuft KK Bossa. Ist auch ein sehr cooles Lied, finde ich. Ein Zuhause ohne Pflanzen ist wie Mayonnaise ohne Kümmel. Mayonnaise ohne Kümmel? Habt ihr Mayonnaise mit Kümmel zu Hause? Genau deswegen habe ich auch so viele Pflanzen. Quaps! Okay, so viele Pflanzen hat sie jetzt nicht. Sie hat zwei Pflanzen, finde ich jetzt nicht so viel. Ist doch gut, wenn man seine Badewanne oder Dusche immer in Reichweite hat, Milu. Besonders, wenn man dazu neigt, versehentlich Matsch und Erde ins Haus zu tragen. Quaps! Das passiert mir eher selten. Ein Zuhause ohne Pflanzen. Achso, ist wie ein... Was? Ist wie ein Gemüseeintopf ohne Kümmel. Jetzt hat sie nicht mehr Mayonnaise gesagt. Ich dachte, ich wollte es gerade schon überspringen, weil ich dachte, da steht wieder das Gleiche. Aber okay. Es ist leicht abgeändert, der Satz gewesen. Ich bemühe mich stets, mein Haus so ordentlich zu halten, dass mich auch spontaner Besuch nicht stört. Obwohl ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich hier die eine oder andere Wollmaus habe. Wieso ich so ein großes Bett habe? Na, weil ich sonst hinauspurzle, Milu. Neulich träumte ich, mich würde ein riesiger Salzstreuer jagen. Dann wachte ich auf, schweißgebadet am Fußende. Ah, wir sehen ihr Lachen gerade gar nicht, voll schade. Ich bin ihm also noch entkommen. Ich bemühe mich stets, mein Haus so ordentlich zu halten. Okay, das wissen wir doch schon. Ich will was von dir kaufen, Marina. Wie oft müssen wir sie nerven, bis wir was kaufen können? Jetzt können wir was kaufen. Ich hätte gern diese Trennwand. Die finde ich cool. 2000 Sternis? Okay. Nehmen wir die mit. Ich finde die... Also ich finde es cool, wenn wir die nehmen, weil dann ist irgendwie so... Dann sieht man besser in ihrem Haus. Irgendwie sieht es sonst so zugestellt aus. Das war ein guter Kauf, Milu. Kann man eigentlich mehr als nur eine Sache von den Bewohnern kaufen, wenn man bei denen zu Besuch ist? Ich weiß es gar nicht. Ich versuche mal nochmal, sie so lange zu nerven und herauszufinden, ob wir zwei Sachen kaufen können. Ich habe jetzt versucht, wirklich ein paar Minuten mit ihr zu sprechen. Aber ich glaube, man kann pro Besuch nur einen Teil kaufen. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder. Du hast schon genug gesehen? Ich hoffe, dir gefällt meine Einrichtung so gut wie mir. Quaps. Mindestens. Das freut mich. Quaps. Es war mir ein besonderes Anliegen, dich zu beeindrucken. Komm mal wieder zu Besuch, Milu. Okay, dann sprechen wir mal eine Runde mit Sabine. Oh, Marina kommt auch gerade wieder aus dem Haus raus direkt. Die ist nur für uns quasi nach Hause gegangen. Guten Morgen, Milu. Tja, wolltest du etwas Bestimmtes? Ich wollte plaudern. Das Beste, was es gibt, ist ein Apfel aus New Leaf. Lecker ist dafür noch untertrieben. Alle in New Leaf sind stolz darauf. Ach, hätte ich nur nichts gesagt. Jetzt habe ich schon wieder einen Heißhunger darauf. Du hast doch bestimmt gerade nichts Besseres zu tun. Bringst du mir einen? Ja, ich bringe dir gerne einen. Wirklich? Oh, ich freue mich schon. Dann suchen wir mal... hier sind die Äpfel. Suchen wir mal einen für... Sabine und bringen ihr direkt ein. Oh, du bist ja schon wieder. Hallo, na, worüber willst du reden? Ich will dir einen Apfel geben. Ich
kann ihr auch einen Insekt zum Essen geben. Alles klar. Ja, auf diesen Moment habe ich gewartet. Darauf hatte ich richtig Heißhunger. Das war jetzt echt lecker. Hier, da du so nett zu mir warst, sollst du meinen Seerosentisch haben. Cool. Ich freue mich wirklich, dass du so gut aufgepasst hast, Milu. Okay, wir können ja nochmal mit ihr sprechen. Gibt es irgendwas Neues? Es wird schon so viel geredet, dass man gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Am besten, man glaubt nur das, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Sehr philosophisch heute unterwegs. Alles klar. Ich bin am Überlegen, was wir heute noch machen können. Weil die Folge geht ja jetzt dann auch bald schon relativ lange wieder. Wisst ihr, was wir noch nie so richtig gemacht haben? Bäume schütteln. Oh, Sandrine will irgendwas. Oder Sandrine will irgendwas von uns. Entschuldige, aber ich hatte gehofft, du kannst mir helfen. Der erste Eindruck ist ja bekanntlich wichtig. Aber ich fürchte, mit meiner langweiligen Begrüßung mache ich keinen guten ersten Eindruck. Fällt dir eine gute Begrüßung ein? Ich weiß es nicht. Wir können mal überlegen. Oh, prima. Was hast du dir denn ausgedacht? Vielleicht kann ich einfach so aus Spaß ihr sagen, dass sie Hoi sagen soll. Das sagt man bei uns in der Schweiz. Anstatt Hi, sagen wir Hoi. Ich versuch's mal. Hoi, klingt das gut? Ja, das ist doch irgendwie süß. Obwohl Sandrine eigentlich eher französisch ist. Und da müsste ich eher so eine französische Begrüßung geben. So Bonjour oder sowas, keine Ahnung. Aber Hoi ist auch süß. Hihi, du weißt ja, wie es heißt. Ändere deine Begrüßung, ändere dein Leben. Wie aufregend. Okay, ich hatte kurz die Hoffnung, weil sie so diese Ausrufezeichen hatte. Oder keine Ahnung, diese Emotion halt da, diese aufgeregte Emotion, was weiß ich, wie man die genau nennen soll, hatte ich kurz die Hoffnung, dass sie uns vielleicht ein Stadtverschönerungsprojekt vorschlägt, aber leider war das nicht der Fall. Oh Leute, hier liegen richtig viele Ballongeschenke rum, die habe ich alle runtergeschossen. Aber ich würde sagen, bevor die Folge zu lang wird, beenden wir sie an dieser Stelle und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Ich hoffe, morgen bin ich ein bisschen fitter und nicht so verplant wie heute. Und vielleicht können wir morgen auch schon den Club Karlauer besuchen, der ja jetzt aufgemacht hat. Und vielleicht auch Shampoodle mal schauen. Ich würde sagen, damit bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen von dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und abonniert auch meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und dann sehen wir uns vielleicht bald schon wieder.